Phyllis, das ist eine Uhr, die macht man sich um die Hand. Du bist so eine schlechte Imitatorin, gib die her. Ah, herzlich willkommen zu der heutigen Ausgabe von Falsch, aber lustig. Perfekt für das Internet. Keiner lernt was, aber alle haben eine gute Zeit. Heute mit Phyllis Dachstan, Hans Thalhammer und Felix Schmobrecht. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, einfach den Kanal abonnieren. Wir kommen zum ersten Spiel. Das heißt, willst du nicht hören? Ich nenne euch Situation und ihr sagt mir, was man in der Situation nicht hören will. Das versteht ihr alle. Was willst du nicht hören als Beifahrer? Der Breitscheidplatz ist gleich da vorne. Der Weihnachtsmarkt. Was denn? Zu früh? Was will man eigentlich hören als Beifahrer? Hans? Normalerweise nehme ich keine Anhalte mit, aber heute bin ich irgendwie horny. Was willst du nicht hören als Beifahrer? Felix? Ich habe eine Rot-Grün-Schwäche. Hihi. Was willst du als Beifahrer nicht hören, Phyllis? Guck mal, hier sind voll viele Geisterfahrer auf der Autobahn. Was willst du nicht hören als Beifahrer? Hans? Juhu, wir sind in einem Auto mit John F. Kennedy. Geschichtskomedy. Was willst du nicht hören als Beifahrer, Felix? Frauen sollten kein Auto fahren. Es heißt ja auch Airbag und nicht Seabag. Hat noch jemand einen für Beifahrer? Phyllis? Wir sind in London, du bist kein Beifahrer. Stark. Da musst du richtig Abitur haben, um den zu verstehen. Hans, was willst du nicht hören als Beifahrer? Einbahnstraße, das wollen wir doch mal sehen. Phyllis, was willst du nicht hören als Beifahrer? Frag mal die Nutte, wie viel sie kostet. Mitküssen. Was willst du nicht hören als Beifahrer, Felix? Frag mal den Typen, der gerade die Nutte gefragt hat, was sie kostet. Hat noch jemand einen? Was willst du nicht hören beim Date, Felix? Zwei Wodka Bull bitte. Und für dich? Was willst du nicht hören beim Date, Hans? Witzig, du bist genau wie meine Schamanin dich beschrieben hat. Wirst du irgendwann noch sympathisch heute? Oder ist das heute einfach irgendwie diese Axt-Vibes beibehalten? Es ist wirklich nur, dass man denkt, guck in seinen Kofferraum. Was willst du nicht hören beim Date, Phyllis? Seine ehrliche Meinung. Stark. Was willst du nicht hören beim Date, Felix? Keine Sorge wegen meinem Ex. Mit näher als 150 Meter darf der eh nicht kommen. Was willst du nicht hören beim Date, Hans? Nachdem mein Mann gestorben ist, war ich 15 Jahre Single im Gefängnis. ganz weirden Charakter, ey. Ja, wirklich? Das sind auch noch zwei Jokes mehr und jemand ruft irgendjemanden an, der das klärt, ey. Sag mal, aber haben wir den... Gleich kommt durch die Regie... Wir haben den nicht eingeladen. Wir wissen nicht. Wir dachten, der wäre mit dir da. Was ist? Hans hat keine Shitstorms, weil die Leute vor ihm Angst haben. Nee, der ermordet mich, wenn ich. Der darf alles sagen. Was willst du nicht hören beim Date, Phyllis? Das Faszinierende an JavaScript ist. Hattest du viele Dates in deinem Leben, die nicht gut verlaufen sind eigentlich? Ja. Hat noch jemand was zu einem Date? Felix? Oh, echt cool, dass unsere Familien das arrangiert haben. Nochmal die Frage, Felix, wie oft ist dir das passiert? 17, okay. Was willst du nicht hören beim Date? Hans? Darf ich mit Ihnen über Jesus Christus, unseren Erlöser, sprechen? Es ist dasselbe Lächeln. Es ist dasselbe Lächeln die ganze Zeit. Dann nächste Frage. Was willst du nicht hören nach einem Unfall? Hans?
Ich find's echt schlimm, dass das jetzt schon ein Running Gag ist. Ja. Schon beim ersten Spiel bin ja, ich da Außenseite. Dann müsstest du einfach nur sagen, hallo und dann mit dem Lächeln. Und man denkt, das ist nichts, was ich sehen will. Okay, ich probiere einen anderen, okay? Ich probiere einen anderen. Frag nochmal. Was willst du nicht hören nach einem Unfall? Hans? Bleibt einfach an eurem Arbeitsplatz. Es ist ja nicht so, als würde jetzt auch noch in unseren Turm Flugzeug stürzen. Vor allem war das aber auch der erste Turm kein Unfall. Also das war jetzt nicht. Sagst du! Ja. Was willst du nicht hören nach einem Unfall, Phyllis? Kriege ich trotzdem 5 Sterne? Sag. Muss ich Asiger noch mal sagen. Ja, nur noch mal einmal probieren. Vielleicht noch mal mit dem italienischen Akzent. Willst du aber, ey, krieg ich trotzdem 5 Sterne? Du spielst selbst den Türken schlecht. Was? Wie geht das? Was man nicht hören will nach einem Unfall. Felix. Boah, ist ja wie bei Alarm für Cobra 11, ey. Was will man nicht hören nach einem Unfall? Hans. Wir haben auf der Röntgenaufnahme zum Glück nur einen klitzekleinen Rippenbruch entdeckt. Und Krebs. Ich sag's doch, der kann auch nett. Der kann auch nett. Yes! Ja, ey, ich hab Hans empfohlen, ey. So, Mann, ey. Was willst du nicht hören nach einem Unfall, Phyllis? Wir bringen sie ins Obern. Stark. Phyllis, was willst du nicht hören nach einem Unfall? Oh, Ditte, kann nicht wahr sein. Meine schöne S-Klasse-Tasche. Phyllis, das ist eine Uhr, die macht man sich um die Hand. Du bist so eine schlechte Imitatorin. Ich will sie verkaufen, deswegen. Ditte. Das war das Einzige, was ich auf Berliner konnte, Ditte. Und trotzdem wussten alle, wer gemeint ist. Ja. Es war wirklich, es war noch schlechter als der Italiener. Keiner kennt jemanden, der eine S-Klasse hat sonst. Ja. Felix, was willst du nicht? Okay. Hat noch jemand einen? Ja. Wir haben jetzt leider so schnell keinen Arzt gefunden, aber für dich reicht auch ein Priester. Okay. Ich habe einfach nur Angst davor, was passiert, wenn er nicht gewinnt. Großen Applaus für Hans Thaler. Schreibt uns gerne in die Kommentare, was ihr nicht hören wollen würdet als Beifahrer. Wir kommen zum nächsten Spiel, das heißt Hate aus Leidenschaft. Funktioniert ganz einfach. Ich nenne euch gleich Feel-Good-Nachrichten und die Leute da auf der Bühne sagen mir die dazugehörigen Hasskommentare, die sie sich ausgedacht haben. Das ist ja gar nicht deren echte Meinung, außer bei Hans Thalhammer. Soll ich mal sagen. Wir haben die Nachricht Nummer 1. Sie lautet, WhaleSafe verhindert KI-gestützt Schiffskollisionen mit Walen. Wie lautet der dazugehörige Hasskommentar, Phyllis? Gibt's das auch für meine fette Frau? Wir kollidieren einmal am Tag. WhaleSafe verhindert KI-gestützt Schiffskollisionen mit Walen. Wie lautet der Hasskommentar, Hans? Braucht man das auch, wenn man das Schiff lenkt? Hasskommentar, Felix. WhaleSafe, wann gibt's endlich RumänenSafe, damit meine Kinder wieder am Oranienplatz spielen können? Ist hundertprozentig irgendwo so zu lesen, auf jeden Fall. Hast du noch einen Hasskommentar, Phyllis? Ja, Wahl gegen Schiff? Geil! Das ist MMA für Fische. Felix, hast du noch einen Kommentar über WhaleSafe? WhaleSafe? Meine Wahl ist safe. AfD. Blaues Herzchen! Super. Wir haben noch eine zweite Nachricht. Sie lautet, Eis aus Lebensmittelresten. Phyllis, wie lautet das Kommentar? Ach, leck mich doch am Arsch. Und dann 5 Euro, bitte. Eis aus Lebensmittelresten, Hasskommentar. Hans. Eis aus Lebensmittelresten, bäh. Wenn ich was Vergammeltes lecken will, habe ich Oralsex mit einer Frau über 40. Haha, du hast mich empfohlen. Eins aus Lebensmittelresten. Gib mir einen Hasskommentar, Felix. Ja, dann gibt's in Kreuzberg wohl bald nur noch Knoblaucheis.
Hat noch jemand einen? Phyllis. Ja, da sage ich nur Scheiß, Scheiß, Baby. Was ist das für eine neue Phyllis? Hans, Eis aus Lebensmittelresten. Hast Kommentar, bitte. Klingt zum Kotzen. Echtes Speiseeis. Eis aus Lebensmittelresten. Was hast du dazu, Felix? Ja, sowas kann ja nur von unseren Politikern kommen. Ach ja, die bestehen übrigens aus Politikerresten. Noch jemand? Phyllis. Oder wie ich es nenne, Penner-Gelato. Wir haben eine nächste Nachricht. Sie lautet Tempo 20 in der Frankfurter Innenstadt. Phyllis. Wer so schwul redet, soll auch schwul fahren. Ich mache jetzt nicht das Hessische nach noch. Ich wollte jetzt gerade sagen, wie reden die denn genau in Frankfurt? Ja, Hesse, wir sind fahre. Tempo 20 in der Frankfurter Innenstadt. Nehmen wir den Hasskommentar. Hans. Wann hört der Gender-Wahnsinn endlich auf? Frankfurter Innenstadt? Stark. Stark. Ja. Sehr gut. Sehr gut. Felix, Tempo 20 in der Frankfurter Innenstadt. Nehmen wir den Hasskommentar. Bald dürfen wir wohl nur noch rückwärts fahren. Hat noch jemand was für Frankfurter Innenstadt? Phyllis. Ja. Nix mehr Frankfurter, Frankstädter. Ja. Ja. Ich hatte noch einen im Stil von so Quatsch-Comedy-Club aus den 90ern. Ja, super. Ändern wir auch die Optik für das Video nachher. Warte. 20 fahren, da renne ich ja schneller auf den Pott, wenn der Chili-Eintopf anklopft da. Hans, hast du einen Hasskommentar zu der Nachricht Tempo 20 in der Frankfurter Innenstadt? Habe ich. Denn wenn nun der passende Augenblick gekommen für eine Präsentation. Okay. 20 km/h passt. Ich fahre nie schneller über Klimademonstranten. Und da war das Lächeln wieder. Das Felix. Wird so ein Shitstorm von rechts und links. Du bist auf einem guten Weg, auf jeden Fall. Felix. 20? War immer noch schneller als die Bahn, ne? Wenn noch jemand. Diese Junkies sollen sich die Tachonadel in den Arm schießen, ey. Wir haben noch eine Nachricht. Sie lautet, Bundesregierung will Verhütung für den Mann fördern. Ich bin gespannt, was du dazu sagst, Phyllis. Verhütet die Regierung dann auch, wenn sie uns mit Steuererhöhungen fickt? Ja. Nice. Hans. Wer beschließt so ein Gesetz? Die Bundesregierung? Was ist los bei dir? Felix, Bundesregierung will Verhütung für den Mann fördern. Was sagst du? Immer her damit. In meinem Pimmel ist Platz für 10 Spiralen. Ich würde dich nicht empfehlen. Also. Oh, das ist Alter, schönste ist, Hate ist, aus Leidenschaft, was ich jemals hatte. Was ist das für eine Zusammenstellung? Sie hat auf einmal Abitur seit der letzten Staffel. Vor ihm habe ich Angst und ihn erkenne ich gar nicht mehr wieder. Also, Bundesregierung will Verhütung für den Mann fördern. Nenn mir einen Hasskommentar, Phyllis. Was heißt das? Zieht mir jetzt Scholz höchstpersönlich ein Kondom über? Das kann ja Stunden dauern. Phyllis, Hasskommentar. Jetzt will der Staat bestimmen, wie viele Kinder ich kriege. Heiße ich Ching Chang Chong oder was? Es ist ein Wunder, dass wir jetzt schon einen Vertrag für die nächste Staffel bekommen haben. Ich weiß auch nicht, was da passiert ist. Druschunusenmupen. Das haben wir alle mal gelernt. Und ich finde es schade, dass ihr nicht mitgesungen habt. Es hätte ein schöner Moment sein können. Mit I fand ich am besten. Mit I fand ich am besten. Dann großen Applaus rasten wir aus für den Gewinner dieses Spiels. Hans Dörnermann!
Habe ich schon zwei gewonnen jetzt? Wir kommen zu dem nächsten Spiel. Ich bin nicht sicher, warum ich auf die Idee kam, dieses Spiel zu machen, aber es heißt Das Leben von Moritz Neumeier. Ich werde euch gleich Fragen zu meinem Lebensspiel stellen und ihr müsst mir die witzigste Antwort liefern. Phyllis, sag mal, was ist Moritz' größte Angst? Dass der Mikroständer nicht runtergeht. Was ist meine größte Angst? Felix? Nagellackentferner. Hans, meine größte Angst ist? Eines deiner Kinder könnte hetero werden. Stark, stark. Phyllis, was wäre Moritz gerne? Seiner Größe zufolge ein Kind. Felix, was wäre ich gerne? Seinem Wohnort zufolge Förster. Ja. Was wäre Moritz gerne, Phyllis? Seinen Klamotten zufolge unfickbar. Aua. Was wäre ich gerne? Hans. Seinen Klamotten zufolge ein Junge, der ruft Extrablatt, Extrablatt. Was wäre ich gerne, Felix? Seiner Frisur zufolge seit 4 Monaten von Krebs geheilt. Das stimmt nicht. Das ist überhaupt nicht büschelig. Das ist alles gleichmäßig. Ich hätte noch einen. Ja, das war ich mir von Anfang an sicher. Das ist Lobrechtsspiel. Okay, sag Felix, bitte. Was wäre ich gerne? Nein, du musst sagen, was war Moritz. Also, okay, ja. Nee, hey, weil so war die Frage. Ja, ja, ist ja. Mann, ich bin unflexibel. Ist morgen wieder in der Klinik, wenn es so weitergeht, ne? Das ist einer, der seine Probleme angeht. Sag mal, Felix. Ja. Ja, ja, Moritz. Kann ich wirklich tun. Ich hätte noch eine Frage, falls Ditte okay wäre. Was wäre Moritz gerne, Felix? Seiner Strumpfhose zufolge ein 4-jähriges Mädchen im Toberaum der Kita Pusteblume. Hat noch jemand was? Nein. Großen Applaus für den Gewinner dieses Spiels, Hans Thalhammer! Und damit muss man sagen, dass zwar alle einzelnen Spiele gewonnen wurden von Hans Thalhammer, aber Felix Agentur hat darauf bestanden, dass er vertraglich auf jeden Fall mindestens einmal muss er diese Sendung gewinnen. Deswegen großen Applaus für Felix Lobrecht. Klasse hat er das gemacht. Klasse hat er das gemacht. Und so wie alle Gewinner in dieser Staffel darf auch jetzt Felix Lobrecht sich einen Satz überlegen, den ich nächste Woche auf meinem Instagram-Kanal posten muss. Was werde ich dort schreiben, Felix? Das geht raus an alle MMA-Fighter in Deutschland. Ich ficke euch alle. Das war's für heute mit Falsch aber lustig. Wenn ihr noch mehr sehen wollt, ist hier eine Folge. Und da ist auch noch eine. Abonniert den Kanal, kommentiert irgendwas. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Bis dann.